So, ich fange an, ohne zu reden. Ich spiele mal was an. Neos has a very special place in my heart. It was always kind of a family. It's not only about the project and the software, but also very much about the people involved in the project. It's a whole ecosystem of people, of emotions, of a way to do business and to collaborate with people. Neos for me is a part of my life that has brought me a lot of new friends, a ton of new knowledge, and helped me develop my skills as well. I always hope that Neos and Flow could make a difference to those who use it, who develop applications with it, that it can make their lives easier. In every bit of the code and on the concepts, you see that it's built from passionate people, you know, with a lot of experience in what they have to do. Neos means new, and so it feels new even after all these 7 years of heavy involvement. As a product, I think we're extremely flexible for all kinds of use cases. I love this team, and I love the Neos product at first sight. You always know that you're trying the best solution for a certain topic. To innovate, to rethink existing solutions. Kick ass, play edge, awesome community, very good discussions, open minded people, friendship, simplicity, innovative. Is it family? Quasi der Soundtrack gewesen, den wir bei der Inspiring-Konferenz verwendet haben, um das neue Neos-Logo einzuführen. Und also die Stimmen, die ihr da gehört habt, das sind Leute aus dem Neos-Team gewesen. Und ich fand es damals relativ bewegend, als wir diese ganzen Eindrücke da zusammengesammelt haben, was das Neos-Team über das Projekt denkt. Genau, hallo Neos, heißt mein Vortrag. Servus Neos müsste er natürlich heißen, klar. Also diejenigen von euch, die ich noch nicht kenne, denen möchte ich mich kurz vorstellen. Also ich bin Robert, wie gesagt, ursprünglich mal der Gründer des Neos-Projekts, aber ganz sicherlich nicht der Kopf hinter all diesen ganzen Ideen, die da verwirklicht wurden. Das würde ich gar nicht machen können. Also das geht wirklich inzwischen nur mit so einem großen Team, wie wir es haben. Und ja, ich habe auch mit zwei anderen Mitstreitern aus dem Neos-Team eine Firma, Flow Native heißt die, und
Wir selbst arbeiten nicht als Agentur, wir setzen also keine Projekte um, sondern sind quasi Unterstützer für Agenturen und Firmen, die NEOS einsetzen. Wir haben zum Beispiel so ein Entwickler-Helpdesk, wo man Fragen stellen kann. Wir helfen bei der Konzeption von Projekten und so weiter, aber ansonsten halten wir uns quasi aus eurem Kundengeschäft raus. Das soll hier eine kleine Einführung sein zu NEOS. Wer hat denn NEOS schon mal benutzt? Ja, immerhin, so. Gut, mal schauen. Also ich denke mal, es wird noch was Neues vielleicht dabei sein und natürlich für diejenigen, die noch keinen Kontakt hatten zu NEOS, einmal ein kleiner Rundumblick, wie NEOS so aussieht, was es so kann und wie das Ökosystem aussieht. Also eine Sache, die bei NEOS klar raussticht, ist die Bedienung. Das heißt, ein Hauptfeature davon ist das intuitive Editing. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, das alles auf Deutsch zu machen. Ich halte so viele Vorträge auf Englisch. Deswegen, also dieses Inline-Editing, gibt es da eigentlich ein deutsches Wort für? Ich kann einfach direkt auf der Website meine Inhalte verändern, ohne es in irgendein Formular ausweichen zu müssen. Ich sehe direkt, wie es nachher aussehen wird. Das ist sicherlich so ein sehr prominentes Kernfeature von NEOS. Aber bei weitem halt nicht das einzige. Wir versuchen im NEOS-Team unsere Redakteure und Entwickler besonders im Auge zu haben, was die Benutzererfahrung angeht. Das heißt, wir möchten nicht möglichst viele Features haben, sondern wir möchten möglichst relevante Features gut durchdacht drin haben. Und wenn man sich die Benutzeroberfläche von NEOS anschaut, dann wird man sehen, dass es da gar nicht so viele Knöpfe gibt, wie man vielleicht denken könnte, bei einem Projekt, was 2006 angefangen hat. Das liegt einfach daran, dass wir versuchen, die Komplexität zu verstecken. Wir wollen das Ganze einfach bedienbar haben. Und da gibt es dann auch regelmäßig große Diskussionen drüber im NEOS-Team, ob wir noch einen, diesen oder jenen Knopf hinzufügen oder ob sich das irgendwie auch anders lösen lässt, was für den Redakteur dann einfacher ist. Das Feedback, was wir bekommen von den Anwendern, ist wirklich sehr toll. Also es gibt nicht wenige Projekte, bei denen Redakteure eigentlich die Ausschlaggebenden waren, dass NEOS dann nachher ausgewählt wurde. Also wenn man mal, ich bin öfters für verschiedene Agenturen, also man kann mich da gerne für buchen, bei Pitches mit dabei. Und wenn man sich dann anschaut, die Mitarbeiter zum Beispiel aus der Presseabteilung oder aus dem Marketing, wenn die dann das erste Mal NEOS sehen, dann sieht man gleich, okay, die haben dann ihre eigene Agenda, das Ganze dann auch zu bekommen, weil sie gerne damit arbeiten. Wie gesagt, das Inline-Editing ist eine feine Sache, ist aber nicht der einzige Weg. Also hier vielleicht nochmal so ein ganz kleiner, also ihr könnt es nachher alles an den Tischen auch mal direkt selbst ausprobieren. Aber ich kann natürlich nicht nur bestehende Texte einfach verändern, sondern ich kann natürlich auch Bilder einfügen und Elemente, die speziell für eure Website entwickelt wurden, also zum Beispiel einen Teaser oder eine Pressemitteilung, wie auch immer. Ich habe grundlegende Bildbearbeitungsfunktionen, also ich kann zum Beispiel das Bild hier entsprechend den Ausschnitt anpassen. Als Entwickler kann ich dafür auch Vorgaben machen, dass ein bestimmtes Seitenverhältnis gewährleistet sein muss. Und ja, das Ganze geht relativ schnell so von der Hand. Nur ist es ja so, Gott sei Dank gab es irgendwann mal so diese Smartphones und die Menschen merkten, huch, das funktioniert ja gar nicht mehr, was wir da machen mit unseren Websites. Also ich finde das immer schlimm, auf Deutsch sagt man ja auch gerne mal so Webseiten und da sieht man eigentlich dann schon das Problem, also wir denken in Seiten. Und das war natürlich so am Anfang auch so, dass wir versucht haben, irgendwas, was es in Papierform gab, fürs Internet umzusetzen, in Seitenform. Bei einigen Projekten oder bei vielen wahrscheinlich immer noch ist es kaum was Besseres als
eine webfähig gemachte PDF-Version von irgendeinem Design, was sich jemand so ausgedacht hat in Photoshop oder InDesign. Gott sei Dank durch Mobile. Was dadurch passiert ist, ist, es funktionierte nicht mehr. Und dann haben wir angefangen, so Dinge wie Responsive Web Design zu lernen. Aber damit ist es nicht getan, damit kriegen wir das Design im Griff, aber nicht die Inhalte. Ja. Also wenn ich mir die Inhalte auf dem berühmten Kühlschrank anschaue, dann müssen die anders dargestellt werden als zum Beispiel auf meiner Uhr. Wie sieht jetzt da die Pressemitteilung inhaltlich auf meiner Uhr aus, wenn ich darüber benachrichtigt werden möchte? Das heißt, dafür braucht ihr kürzeren Content, ihr müsst ihn vielleicht anders formulieren und dieser ganze Teil der verschiedenen Kanäle schafft plötzlich an dem Bedarf, wirklich sich ernsthaft mit Inhalten auseinanderzusetzen und nicht mit Daten. Ich denke mal, dass viele der Content-Management-Systeme, die so die ältere Generation sind, das Problem haben, dass sie im Wesentlichen nichts Besseres sind oder im Wesentlichen konzipiert sind als eine Art Datenbankoberfläche. Ja, der Entwickler hat überlegt, okay, Text, das kenne ich, Strings, das tue ich in die Datenbank und dann mache ich noch ein User Interface drüber, dass Redakteure damit arbeiten können. Was wir versuchen bei Neos ist tatsächlich in der Domäne Content zu denken. Das heißt, für uns soll Content eine Bedeutung haben. Wir möchten gerne den Unterschied kennen zwischen einem Teaser Abstract, gibt es auch kein deutsches Wort, ne? oder einer einfachen Zeichenfolge für eine Überschrift. Und das ist tatsächlich was, was der Entwickler nachher in Neos wiederfindet. Also da geht es um Inhaltstypen, die man in Neos anlegen kann und die man sehr speziell auf ein Projekt ausrichten kann. Wir experimentieren auch in dem Inhaltsbereich mit Erweiterungen. Also das hier zum Beispiel ist so eine Anbindung an IBM Watson. Watson ist ja so eine große Bibliothek an verschiedenen Services zu Machine Learning und all solchen intelligenten Services. Und was Watson zum Beispiel kann, ist nennt man Tone of Voice auf Deutsch, aber auf jeden Fall die Stimmung quasi, die von einem Text herrscht, zu analysieren. So, und hier kann ich jetzt zum Beispiel sehen, okay, also der Autor von diesem Text hier ist verabscheut den Leser und ist dabei aber sehr selbstsicher. So, und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wir wollen weiter in die Richtung kommen, auch wo wir den Redakteur damit unterstützen, relevanten Content zu erzeugen, auch messen zu können, ist der Content erfolgreich, den ich da produziert habe, hat er diejenigen erreicht. Und was hat das jetzt mit diesen Kanälen zu tun, die ich am Anfang erwähnte? Es ist so, wenn ich Inhalte habe, die einfach nichts bedeuten, also die für die Maschine quasi, für Neos nichts weiter bedeuten als eine Zeichenfolge, dann kann ich da auch keine Automatisierung mehr vornehmen. Wenn ich aber strukturierte Inhalte habe, die eine gewisse Bedeutung haben, dann kann quasi der Roboter Neos mir dabei helfen, diesen Content zu orchestrieren. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt all diese ganzen Kanäle, ihr werdet nicht mehr für jeden Kanal individuellen Content erstellen können. Also ihr könnt einfach nicht sagen, ich habe hier meine Universitätswebsite mit Hunderttausenden von Seiten und jetzt mache ich für alles noch eine Apple Watch Edition. Ja? Und für alles noch eine Kühlschrankversion und so weiter. Da geht es also darum, den Content so zu strukturieren und auch vorzubereiten, dass ich sage, ich habe eine super kurze Überschrift, eine mittelkurze Überschrift, eine etwas längere Überschrift. Und Neos kann dann entsprechend konfiguriert werden, um in die verschiedenen Kanäle den richtigen Content zu verteilen und zusammenzubauen. Das heißt, der Redakteur, der weiß nicht, dass da hinten zum Beispiel ein Tweet rauskommt oder ein Facebook-Post,
Aber er kriegt die Instruktion, schreibt hier eine ganz kurze Überschrift hin, hier das gleiche nochmal in etwas länger und so weiter. Und wir können dann näher sagen, alles klar, nimm die ganz kurze Überschrift für den Tweet. Diese Inhaltstypen, die ich schon erwähnt habe, Node Types in NEOS, die sind ein ganz wichtiger Bestandteil technisch und da ging es uns darum, dass man auf keinen Fall auf bestehende Inhaltstypen festgelegt ist. Also alles, was sich an Typen dort befindet in NEOS, lässt sich verändern oder auch komplett entfernen. Und das Ganze kann ich erweitern, ohne zu programmieren, sondern durch Konfiguration. Also vielleicht ist es auch so eine Art von Programmieren, aber es ist wichtig dabei, dass es sehr flexibel und sehr schnell geht, solche neuen Inhaltstypen einzurichten, sodass ich nachher nicht eine Seite habe, auf der ich meine Pressemitteilung darstelle, sondern ich habe einen neuen Typ, der heißt Pressemitteilung. Und der hat entsprechend dann auch die Struktur, die da Sinn ergibt. Genau. Das ist auch vielleicht noch so als Nebenbemerkung, die Agenturen, die es dann verwenden, das ist noch auch eine gewisse Verantwortung jetzt auf der Agenturseite, sich mehr mit Content zu beschäftigen. Also vorher hat man sich sehr stark mit der Technik beschäftigt, mit dem Design. Und jetzt geht es immer mehr auch darum, sich tatsächlich mit Content Strategy, Content Modeling, solchen Themen zu beschäftigen. Denn nur dann kann man natürlich NEOS auch entsprechend sinnvolle Content-Typen liefern. Jetzt haben wir diese ganzen Kanäle. Ja, das ist eine Form von Variation, die wir bei den Inhalten haben. Aber wir haben natürlich auch noch Sprachen, vielleicht Zielmärkte. Wir haben Personalisierungsfunktionen. Also ich möchte gerne möglichst jemand, der auf meine Startseite kommt und von über den ich bestimmte Informationen habe, zum Beispiel aus welcher Region kommt der, vielleicht ist der gerade in Facebook eingeloggt und ich habe sowieso dann alle Informationen inklusive seinem Kontostand. Das möchte ich alles einfließen lassen und ihm dann sehr stark auf ihn zugeschnittenen Content liefern. Ich bin übrigens nicht bei Facebook. Und all diese Variationen von Content, die lassen sich in NEOS mit einem Feature abbilden. Das nennt sich Content Dimensions. Das heißt, das sind keine vorgefertigten Dimensionen, die wir da haben, sondern welche, die ihr euch für euer Projekt überlegen könnt. Also ihr könntet zum Beispiel sagen, ich habe eine Produktwebsite, da brauche ich die Dimension Sprache, weil ich mehrere Sprachen anbiete. Ich möchte gern Zielmärkte noch als Dimension haben. Das heißt, ich kann auf Englisch anderen Content für Großbritannien ausliefern als für USA oder englischen Content für alle Länder, die ich sonst nicht direkt abdecke. Und dann kann ich nachher für den, weiß nicht, Schweizerdeutsch sprechenden Angler bei schlechtem Wetter einen anderen Content ausliefern als für den kanadischen Kanufahrer. ein sehr mächtiges Feature sieht in der Praxis dann für den Redakteur so aus, dass ich hier oben so eine Auswahl habe, sage, okay, ich habe jetzt hier nur eine Dimension, nämlich die Sprache und ich kann jetzt eine andere Sprache aussuchen, kopiere mir jetzt die ganzen Inhalte, die ich vorher auf Englisch hatte und fange dann einfach an, das Ganze auf Deutsch zu verändern. Genauso funktioniert das mit anderen Dimensionen auch. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel das Zielpublikum, das Land und die Sprache auswählen. Und wie gesagt, das ist projektabhängig, was man da einbaut. Man muss nur aufpassen, dass man es auch schafft, mit seinem Redakteursteam diese ganzen Inhalte zu produzieren. Also wenn man jetzt ganz euphorisch am Anfang sich 5 Dimensions einrichtet, das ist eine ganze Menge Text, den man da schreiben muss. Insofern, Thema Content Strategy kommt nachher auch nochmal, ist da stark empfohlen. Eine Funktion, die ich sehr schön finde, die so ein bisschen das Teamwork betrifft, die nennt sich Workspaces. Ihr habt eben gesehen, wenn man auf der NEOS-Website was eintippt, es wird alles direkt gespeichert, trotzdem erscheint es nicht direkt auf der Website. Das heißt, sonst hätte ich ja wirklich nach jedem Zeichen, das ich tippe, eine veränderte Website.
Ich arbeite dabei in meinem eigenen Arbeitsbereich, in meinem Workspace. Und Neos bietet die Möglichkeit, weitere Workspaces einzurichten, die ich dann mit anderen Redakteuren teilen kann. Und ich kann mir diese Workspaces auch aufeinander legen, so dass ich festlege, von wo nach wo Content publiziert wird. Ich habe ein Beispiel. Also das hier ist jetzt, sagen wir mal, die Live-Website. Und wenn ich mir das Ganze im Neos User Interface anschaue, sehe ich die natürlich auch. Ich fange einfach direkt an, irgendwas zu verändern. Schreibe hier live, publiziere das auf die Live-Website. Und wenn ich mir das jetzt auf der Live-Website anschaue, ist es live. Klar. So. Es gibt dieses Modul Workspaces. Da sehe ich im Moment nur meinen persönlichen Arbeitsbereich, in dem ich gerade gearbeitet habe. Und jetzt kann ich mir einen neuen anlegen, zum Beispiel ein Staging Workspace. Alle Änderungen, die ich mache, sollen erstmal da drin landen und nachher von einem Mitarbeiter redigiert werden. So, dieser Workspace basiert auf Live. Und zusätzlich richte ich noch einen Workspace für eine spezielle Kampagne ein, für die Weihnachtskampagne. Und der basiert auf dem Staging Workspace. Das heißt, ich publiziere von dem Kampagnen Workspace in Staging und von da aus nach Live nachher. So, jetzt habe ich diese drei Workspaces. Der Christmas Campaign Workspace ist nachher eben für das Team gedacht. Und ich kann jetzt hier auswählen, auf welcher Basis ich gerade arbeiten möchte. Ich suche jetzt in diesem Fall den Christmas Campaign Workspace aus. Und sehe natürlich noch das, was live ist, überschreibe das jetzt einfach mit dem, was ich bei Weihnachten sehen möchte. Ich kann hier Elemente löschen, kann ein neues Bild vielleicht einlegen. Das hier sind so die Inhaltstypen, die es da gerade gab. So für Weihnachten. Was eignet sich da? Was Vegetarisches vielleicht. Ein Braten. Weihnachten in München. So, nehmen wir Crispy Bacon. So, dann kann man da irgendwie noch falsch getipptes Englisch eintippen. Und wenn ich jetzt damit zufrieden bin, dann publiziere ich das, aber diesmal nicht auf die Live-Website, sondern in meinen Kampagnen-Workspace. So, und wenn ich auf die Live-Website gehe, hat man eben ganz kurz gesehen, da steht immer noch live. Ich kann hier auch umschalten und dann sagen, ach Mensch, verdammt, ich habe doch hier einen Schreibfehler entdeckt. Ja, das hier ist der Schreibfehler und den habe ich jetzt an dieser Stelle mal geändert. Das heißt, ich habe jetzt erstmal meine Kampagne beiseite gelegt und fixe jetzt diesen Schreibfehler, der muss jetzt dringend live gehen. Basierend allerdings auf dem Staging Workspace, denn das soll sich nachher jemand noch angucken, das Lektorat. Ja. So, ich habe jetzt in meinem Staging Workspace ein paar Änderungen, nämlich diesen Schreibfehler. Und wenn ich nochmal zurückgehe und mir den Kampagnen-Workspace anschaue, da sehe ich dann links die alte Version, rechts die neue. Und dann könnte ich jetzt, sieht man da unten nicht, alles publizieren oder ich wähle halt nur einzelne Elemente aus und publiziere die jetzt. So, habe jetzt zum Schluss nochmal alles publiziert. Das ist jetzt alles im Staging und jetzt bin ich der Lektor und schaue mir das Ganze an. Ich finde das super toll. Drücke auf Publish All und dann sind diese ganzen Workspaces letztlich live gelandet. Also das ist eines der Teamworking-Features in Neos. Ansonsten, Neos ist von der Architektur darunter relativ modern. Wir haben zum Beispiel nicht das schon vorher alles gewusst, was sich aus Cloud entwickeln würde, aber es gab zumindest Anzeichen dafür. Und insofern ist das Framework und auch Neos selbst ziemlich gut für die Cloud ausgerichtet. Also wir haben die Möglichkeit, Neos ohne ein geteiltes Dateisystem zum Beispiel zu hosten. Ich weiß nicht, wer Websites hostet von euch oder damit zu tun hat, aber normalerweise sieht das vielleicht so aus, wenn ihr eine Website skalieren wollt, ein bisschen schneller hinbekommen wollt. Dann habt ihr mehrere Webserver und ihr habt eine Datenbank oder ein Datenbankcluster. Das Problem ist immer, ihr braucht ein Dateisystem, was zwischen all diesen Webservern aufgeteilt wird.
weil irgendwo müssen die ganzen Fotos und so weiter ja landen. Und das ist meistens ein Bottleneck und auch ein Problem. Heutzutage, wenn man mit Containern arbeitet, mag man sowas nicht mehr. Und mit Neos könnt ihr tatsächlich verschiedene Cloud Storages verwenden. Ihr braucht nach wie vor einen Datenbankcluster oder eine Datenbank, aber das Ganze lässt sich sehr viel leichter skalieren, weil der Webserver hat keinerlei Informationen, die gespeichert werden müssen. Ich kann den Webserver einfach wieder wegschmeißen, ohne dass Daten verloren gehen. Also viele von uns arbeiten mit Docker zum Beispiel, um Neos zu hosten. Es gibt einige, also zum Beispiel die wir bei FlowNative, wir benutzen Kubernetes, so ein Cluster-Management-System, im Prinzip sowas, was Google selbst verwendet, um ihre ganzen Websites und Services, die Suche und so weiter zu hosten. Und zum Beispiel die Neos-Website selbst liegt auch in so einem Cluster. Ich habe schon kurz erwähnt, es gibt ein Framework, also Neos ist in PHP geschrieben, ja, und darunter liegt ein Framework unter Neos, das nennt sich Flow. Damals, als wir anfingen mit der Entwicklung, gab es noch nichts anderes, was man gut verwenden konnte. Damals gab es noch keinen Symfony 2 zum Beispiel. Ja. Mir fällt immer gar nicht mehr so viel ein, was ich sonst noch verwenden wollte. Und so haben wir erstmal angefangen, ein modernes Framework zu entwickeln. Und ich habe ja gesagt, wir selbst sind keine Agentur, sind so ein bisschen die neutrale Schweiz der Neos-Projekte. Und was wir schon beobachten, ist bei uns, rufen mal Entwickler an und sagen, ich bin hier unzufrieden in meiner Agentur, ich darf kein Neos machen, ich darf kein Flow machen, kennt ihr einen neuen Arbeitgeber für mich? So. Und es gibt schon zahlreiche Agenturen wirklich, wo Flow und Neos ein Motivationsmittel sind, um ihre Mitarbeiter zu halten. Und das freut uns natürlich, weil das war schon ein Ziel auch, Flow so zu gestalten, dass es einfach Spaß macht, damit zu entwickeln. Wenn ich jetzt diese beiden Tools zusammenpacke, Neos und Flow, dann habe ich die Möglichkeit, auch externe Systeme sehr nativ dort einzubinden, sehr nahtlos. Ist ja ein immer häufig, ich meine, das war schon immer so wahrscheinlich, aber dann gab es da mal irgendwo ein SAP oder ein Product Information Management oder was auch immer ich anbinden möchte an meine Website und ich möchte halt nicht das in irgendeinem iFrame anzeigen, so eine Booking Engine oder so, sondern ich möchte gern tatsächlich mit diesen Inhalten arbeiten. Also ich möchte nicht tricksen, damit es da irgendwo erscheint, sondern ich möchte tatsächlich diese Inhalte aus dem externen System in Neos verfügbar haben. Um das zu erklären, hier mal so ein kleines Beispiel. Das war so ein Proof of Concept, was ich mit Globetrotter gemacht habe, mal einen Tag lang. Ich erstelle jetzt hier auf so einer Landingpage einen neuen Teaser. Ja, so ein Themenwelt ist das hier. Und da oben gebe ich jetzt eine Artikelnummer ein. Was dann passiert ist, Neos holt sich aus dem Shop entsprechenden Artikel und ich habe noch ein zweites Feld dort, eine Person, ein Mitarbeiter. Das sind wiederum Inhalte aus Neos. Und was ich jetzt unten in dem Teaser sehe, ist die Verbindung aus diesen Produktinformationen mit dem Content-Typ Mitarbeiter und dann kann ich zusätzlich noch zum Beispiel hier ein Zitat eintragen. Das heißt, ich habe als Redakteur hier Zugriff auf Daten aus einem externen System, einem Shop-System in diesem Fall, habe das wirklich nahtlos integriert und der Redakteur braucht da auch, wenn das besser gemacht ist als das hier, vielleicht können wir es auch ein bisschen mit Hilfetext versehen, aber dann braucht er auch keine Einweisung, um hier so eine Themenwelt-Landingpage zu bauen. Genau. Da habe ich jetzt irgendwie heute Morgen im Flugzeug schlechte Internetverbindung gehabt, aber guckt euch diese Websites nochmal an, markenboden.de zum Beispiel ist ein Magento-Shop ganz gut integriert. Bei Anita.com ist das ist eines der ersten Projekte gewesen für Mehrsprachigkeit, da ist auch Magento mit integriert. Und wie das Ganze, diese Features dann in Neos landen,
Da ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wir planen natürlich sehr weit voraus, zumindest was die Versionsfolge angeht. Also wir haben aktuell gerade eine Version mit Long-Term Support, das heißt die Neos Version 2.3, die ist noch bis zum 1. August 2019 haltbar. Bis dahin gibt es noch Security Fixes und wir folgen da einem quasi starren Zyklus, das heißt es gibt immer eine 0, 1, 2, 3 Version und dann die nächste Major Version hat halt Änderungen, wofür ihr vielleicht Code anpassen müsst bei euch. Ja. Genau, aber das gibt Planungssicherheit auch für eure Projekte, ihr wisst halt, wie lange ihr auf eine bestimmte Version setzen könnt. Und ein klein bisschen nochmal ein Abstecher zu dem Neos-Ökosystem. Also viele fragen sich vielleicht, für wen Neos geeignet ist. Für wen ist ein Auto geeignet? Das ist auch so eine ähnliche Frage. Also Neos ist jetzt kein Teilchenbeschleuniger. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie alles super kompliziert ist. Ich habe also den Vergleich, den ich lieber nehme, ist, wenn ich, sagen wir, hier sagt man Schreiner, ne? Wenn ich ein Tischler oder Schreiner bin, dann habe ich meine Werkzeuge und ich kann mir irgendwie diesen Hobel hier für 9 Euro zuschicken lassen oder ich habe halt meinen japanischen Hobel und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt meiner Tochter den in die Hand drücke, dann gibt es blutige Finger und kaputten Hobel. Aber jemand, der sich gut damit auskennt, der weiß, dieses Werkzeug zu schätzen. So, und insofern, also Neos ist ein Tool für professionelle Webentwickler. Es stellt bestimmte Anforderungen nicht an Neos-Wissen oder PHP-Wissen oder so, sondern grundsätzlich vielleicht braucht man einfach ein bisschen Erfahrung, was moderne Programmierung oder auch Hosting und sowas angeht. Andererseits ist es so, wir haben schon viele Menschen geschult natürlich, was Neos angeht und nach unserer Erfahrung ist es leichter, wenn die keinerlei Vorwissen hatten, was Content Management oder Typo 3 oder PHP oder so anging. Dann haben die das deutlich schneller gelernt, weil sie das Alte erstmal nicht vergessen mussten. Genau, und wenn ich das jetzt also kann, für welche Projekte nehme ich Neos dann? So, das ist auch wieder nicht so pauschal zu sagen, aber ich sage mal, im Moment würde ich Neos für mittlere und große Projekte nehmen und alle die schon mal ein Neos-Projekt gemacht haben, nehmen das für alle Projekte. Gerne zumindest, also wenn es der Kunde erlaubt. Denn es ist überhaupt keine Einschränkung, nicht einen One-Pager kurz mal so mit Neos zu machen, sondern es ist einfach, wenn es das ist, das Einzige, was ich machen möchte, dann ist vielleicht der Aufwand, Neos zu lernen, etwas größer. Genau, und wer nutzt es schon? Also ihr werdet in den Showcases natürlich was sehen. Wir haben auf der Neos-Website auch mit ganz lang zum Beispiel dazugekommen, ist diese Website 1&1.de. Läuft tatsächlich mit Neos die Produkte hier und Kampagnen. Daher kommt übrigens dieses Kampagnen-Feature. wird bei 1&1 mit Neos gepflegt. Hier habe ich jetzt auch keinen aktuellen Screenshot, aber die Website vom deutschen Internetknoten DKIX, die ist auch gerade vor ein paar Wochen live gegangen und 50 weitere Websites werden noch folgen mit Neos. Es gibt verschiedenste Produktwebsites von verschiedenen Marken, gerne auch so im Mittelstand. Also eine Website, die ich auch sehr schön fand, die jetzt gerade live gegangen ist, ist Römerturm. Die stellen Papiere her. Und da gibt es relativ umfangreiche Integration aus der Produktdatenbank, weil was es da alles für Papiere in Kombinationen mit Detailfotos und so weiter alles gibt. Das war eine ganz schöne Sache. So, was ich mich jetzt immer frage, warum benutzen denn nicht dann alle Neos? Und wir hatten vorhin schon mal ganz kurz so das Gespräch, da ging es... Genau, wir haben ja auch kurz noch über Adobe gesprochen, ja.
Also natürlich, Neos ist nicht für alles das super Tool, aber ansonsten ein großes Problem, was wir natürlich so als Newcomer nach wie vor haben, ist, also ich bin mir unsicher, was soll ich mich entscheiden und so. Ich nehme die sichere Wahl, weil das nehmen alle. Also ich nehme Adobe, weil das benutzen die ganzen großen Firmen auch. Wir können uns das zwar kaum leisten, diese halbe Million Lizenzkosten, aber dafür werde ich nicht gefeuert, weil die anderen nehmen das ja auch alle. So, und das ist nach wie vor noch ein Argument, muss ich leider sagen. Also die Verbreitung an sich ist natürlich immer noch ein Grund. Genau. Ihr erfahrt ganz zum Schluss auch noch ein bisschen was über das Team hinter Neos. So sah das übrigens aus, als wir da auf der Bühne standen und diesen kleinen Soundtrack da abgespielt haben. Wir haben aktuell, ich habe gerade nicht gezählt, 25, 23, irgendwie sowas, 25 Leute im Neos Team. Und die arbeiten da so dran. Ja. Und noch ein paar mehr. Genau. Also diese Features, die in Neos alle so landen, die kommen auf unterschiedliche Weise da rein. Also einmal ist es tatsächlich so, dass das Neos-Team natürlich sehr viel Arbeits- und Freizeit da reinsteckt. Ich habe letztes Jahr mal ausgerechnet, wenn man mal so die Zeit der Freiwilligen aus dem Neos-Team zusammenrechnet, dann geben wir so knapp 120.000 Euro an Entwicklungsleistung aus im Monat. Ja. Und natürlich denkt bei uns im Neos-Team da jetzt keiner an Geld, sondern es ist einfach, es macht einfach so viel Spaß und gibt so viel Sinn für uns, da dran zu arbeiten. Ansonsten, viele der Funktionen, die in Neos gelandet sind, wurden wissentlich oder unwissentlich von Kunden bezahlt, weil irgendjemand zahlt es natürlich. Und was ich ganz toll finde, ist, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall 1&1, die dann sagen, okay, wir brauchen dieses Feature, gibt es noch nicht, dann preisen wir das in unser Projekt mit rein und dann lassen wir das entwickeln. Da könnt ihr also jederzeit sicherlich, falls jemand ein Feature braucht, auch wenn es nur ein kleines Feature ist und das lässt sich in 3 Stunden machen, geht ihr einfach zu einem der Neos-Teammitglieder und die können euch das bestimmt entwickeln. Und wir treffen uns auch immer ganz gern. Auch sicherlich hier wieder in der Gegend demnächst, vielleicht auch mal in Regensburg oder so. Wir haben die tollsten Events schon hinter uns, also auf einem Hausboot wie hier zum Beispiel haben wir uns mal eine Woche in Dänemark getroffen oder in Schlössern und so weiter. Und wenn ihr jetzt dann sagt, ja, das hört sich ja alles ganz schlüssig an, was Robert gesagt hat, wie gesagt, kaufen könnt ihr Neos nicht, leider. Und es ist auch im Wesentlichen nicht wie eine Schrankwand oder ein Server-Rack oder so, was ich mir kaufe und dann irgendwo hinstelle, sondern Neos ist schon natürlich für eine Agentur auch so eine gewisse Entscheidung, sich auf dieses Ökosystem, auf diese verrückten Leute einzulassen. Und insofern ist es so ein klein bisschen, als wenn ihr euch in eine Familie einheiratet. Aber es sind alles ganz, ganz nette Menschen. So. Okay, also ich hoffe, ihr werdet viele Einblicke noch bekommen in Neos. Ich hoffe, dass ihr viele Fragen habt, die wir zwischendurch hier überall euch beantworten können. Und falls euch die Frage nicht passend hier einfällt, dann meldet euch auf jeden Fall hinterher, bei mir zum Beispiel. Und wir helfen euch da gerne weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Robert. Als nächster kommt der Robert. Der zweite Robert, Robert Theo.